Waldemar Herzog. Ein Leihoper. Also, Herr Herzog. Ja, ich bin ganz Ohr. Herr Herzog, ich habe eine Freundin. Oh, wie schön. Ich meine, für die Freundin. Es muss schön sein, Sie als Freundin zu haben. Seit unserer Bekanntschaft habe ich oft darüber nachgedacht. Worüber? Über Sie. Wenn Sie als Freundin zu haben, habe ich mir manchmal gewünscht. Herr Herzog, bitte werden Sie nicht anlassig. Ich werde was, bitte? Zudringlich auf diese typisch männliche Art. Also bitte, gnädige Frau, das verstehe ich jetzt nicht. Wann bin ich je Ihnen gegenüber irgendwie anlässlich geworden? Ich habe ja nicht einmal im Entferntesten, nicht einmal im Gedanken nur versucht, Sie irgendwie anzutapsen. Obwohl ich es mir im Geheimen, muss ich gestehen, oft gewünscht hätte. Also wirklich pfui. Ich verstehe es nicht. Wieso ist es pfui, wenn man Sie irgendwie also antapsen will? Ich habe es nie getan, das müssen Sie mir. Ich habe immer darauf geachtet, dass es mich nicht übermannt. Das müssen wir hoch anrechnen. Unsere Beziehung war von Anfang an ganz streng auf die Kinder beschränkt. Sozusagen, obwohl ich mir es oft also anders irgendwie gewünscht hätte. Herr Herzog, Sie können kein Gespräch führen, ohne die emotionale Seite zwischen den Geschlechtern herauszukehren. Ah ja? Ja, und das ist auch so eins von diesen üblichen männlichen Grundübeln. Ja, das macht ja die Beziehung zwischen Mann und Frau so schwierig. Ist was mit Herrn Peter vielleicht? Ach, wer redet denn jetzt von Peter? Ich meine die Männer im Allgemeinen. Ich habe mich ja, weiß Gott, wirklich bemüht, Herr Herzog, seitdem Sie für mich arbeiten, zwischen uns eine Beziehung herzustellen. Ja, ich ja auch. Nee, ich freue mich ja auch, aber es klappt nicht. Es klappt nicht. Herr Herzog, bitte hören Sie jetzt damit auf. Jetzt im Moment oder für alle Zeit? Jetzt und für immer. Aha, ja, bitte, wie Sie wünschen. Aber es tut mir sehr leid. Also, Herr Herzog, um wieder auf meine Freundin zurückzukommen. Sie hat Probleme. Oje. Hervorgerufen? Durch was? Na, durch was schon? Durch einen Mann. Was sonst? Sie ist Cellistin, eine sehr gute sogar. Aber das hat ja auch nichts genützt. Nein? Nein. Denn wie alles wird auch die Musikwelt von den Männern dominiert. Sie wurde zwar von einem Orchester engagiert, aber nur aushilfsweise. Nur so lang, bis der männliche Cellist seinen Bruch auskuriert hat. Und dann ist sie wieder auf der Straße gesessen. Und die Arme hat Straßenmusik gemacht. Herr Herzog, Sie sind wirklich furchtbar. Und außerdem war sie schwanger. Wo Jäger? Sie ist einem Kollegen zu nahe gekommen. Dem Trompeter. Naja, mit einem Geiger wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber dieser Trompeter ist ein Filou. Verheiratet und dauernd auf der Jagd nach neuen Opfern. Also ich habe einen gekannt, der hat Marken gesammelt und hat 4 außereheliche Kinder gehabt. Eineheliche ist schon auch so ein kleines Mittel. Also jetzt ist es schon so. Also Herr Herzog, bitte bleiben Sie jetzt einmal ernst. Also dieser Bub ist jetzt knapp 2 Jahre alt und sie spielt wieder Gott sei Dank in einem Damenorchester. Naja, und jetzt braucht sie zeitweise jemanden, der auf den Buben aufpasst. Und da hat sie mich um eine Dame gebeten. Und da habe ich natürlich sofort an Sie gedacht. Ich bin fassungslos. Was hat sich die Therese dabei gedacht, bitte? Ja, also bitte, Ihre Freundin lässt sich entschuldigen, aber sie hat momentan keine Oma zur Verfügung. Er schickt sie mich so quasi als Lückenbüßer. So sehen Sie aus, ja.
Ja. Ja, aber bitte, Sie brauchen doch jetzt jemanden für den Kleinen, wo Sie doch jetzt ein Engagement haben. Engagement kann man das nicht nennen. Das ist die reine Prostitution. Bitte. Ja, so. Macht es Ihnen denn keinen Spaß? Ja, wird es Ihnen Spaß machen, in einem Hotel zum 5 Uhr Tee Salonmusik zu spielen? Einen Haufen Torten schmatzender, brabbelnder Leute? Oh ja, mir schon. Ich spiele nämlich immer ohne Publikum. Blockflöte zu Hause. Blockflöte? Na, das hätte ich mir denken können. Also bitte, Blockflöte und Trompete sind nicht dasselbe. Die Wahl eines Instruments sagt alles über den Charakter. Und Blasinstrument bleibt Blasinstrument. Aber ich sehe, sie hat Ihnen alles erzählt. Ist mir auch wurscht. Ich muss mich dafür nicht schämen. Nein, wirklich nicht. Für dieses herzliche Ergebnis. Nicht. Er mag keine Männer. Da brüllt er. Ach so. Na, mich rechnet er offenbar nicht dazu, was? Wie heißt er denn, der Kleine? Klaus. Klaus Maria. Ah, ein Künstlername. So wie Rainer Maria. Hm? An Rilke habe ich eigentlich dabei nicht gedacht. So. Na, wollen wir es probieren, wir zwei, Mitzi? Hm? Sag's doch, lieber Klaus. Aber Waldemar, diese Dame will dich doch nur demütigen, das ist doch ganz klar. Aber nein, Franz, ganz im Gegenteil. Sie will, dass ihrer Freundin durch mich klar wird, dass die Welt nicht nur aus hemmungslosen Trompetern besteht, sondern dass es auch anständige, nette und sympathische Männer gibt. Sie macht sich Sorgen um ihre Freundin, weil sie eben so einen Männerhass hat. Und da glaubt sie eben, dass sich das irgendwie auf die Entwicklung ihres Buben schlecht auswirkt. Ne? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Du traust mir halt nicht zu, dass ich auch ein gutes Beispiel geben kann. Du, Waldemar, diese ganze Geschichte kommt mir irgendwie krankhaft, um nichts zu sagen, pervers vor. Das sind doch nur diese konfusen Gedankengänge dieser Dame. Das sagst du ja nur, weil du sie immer noch nicht magst. Und ich werde sie auch nie mögen. Sie ist absolut nicht der Typ einer Frau, wie ich sie mag. Eine Frau, die ich schätzen könnte, die müsste sie weiblich sein, nicht? Gefühlvoll, sanft und zart. Victoria, was machst du denn da? Hör sofort auf, lass ihn doch los. Komm, lauf, Bursche, Geschichte nichts, gell? Victoria, ein kleines Mädchen haut doch nicht einen kleinen Buben. Warum denn nicht? Na ja, nur weil sich das nicht gehört. Er ist aber so blöd. Na ja, nur, auch dann gehört es sich nicht. Waldemar, ich bitte dich, grinst doch nicht. Komm, hilf mir. Wieso? Lieber. Das ist ja dein Babysitterfall und nicht meiner. Also, Victoria, man haut doch einen Buben nicht und reißt ihn auch nicht bei den Haaren. Buben sind immer schwächer wie Mädeln. Eben, weiß ich, deswegen mache ich's ja. Na du, ich hab mir das noch einmal überlegt. Ich mag nicht. Aber Gebran, sei doch nicht so. Bist doch ein Musikfreund. Ich bin ein Freund der großen Oper. Ja. Salonmusik fantasiert mich, besonders wenn sie von einer Damenkapelle gespielt wird. Ach so, das ist es also. Bist ein Frauenfeindlicher. Blödsinn. Natürlich ist es ein Blödsinn. Warum soll eine Frau nicht genauso gut Cello spielen können wie ein Mann? Frauen fahren sogar in den Weltall hinauf und arbeiten als Rapfangkerl und so weiter. Also bitte, ne? Das sind beides Berufe, für die ich eine Frau nicht unbedingt für prädestiniert halte. Ja. Übrigens, hör mir bitte auf mit diesen feministischen Sprüchen. Ich freue mich sicher, wenn wir es mit ihrem Sohn abholen. Wo ist denn das Hotel? Ja, da. Gell, Klaus Marilli? Mama wird sich freuen. Ja, Marilli, ja. Marilli. Warum sagst du nicht gleich Mitzi zu ihm? Den Scherz habe ich schon bei seiner Mutter gemacht. Bin auch nicht angekommen. Gell, die Mama wird sich freuen. Ja, das siehst du. Bitte stellen Sie meinen Wagen in die Garage. So. Außerdem, du, ich gehe nicht mit einem Kinderwagen zum 5 Uhr Tee. So. Ja, mein Schatz. So. Stellen Sie den Wagen bitte in die Garage. Den? Natürlich. Ja, den. Warum denn nicht? Schön, deine Mama zupft. Ciao, wie schön. Ja? Es gehört sich nicht, während einer musikalischen Darbietung laut zu reden. Na, dann red halt nix. Bitte. Zwei Tee mit Zitrone, bitte.
zwei Tee bitte. Ich kriege eine Melange mit Schlag. Eine Melange mit Schlag. Dann bitte nur einen Tee. Ja, und eine Melange mit Schlag. Also einen Tee mit Zitrone? Und eine Melange mit Schlag. Die Portion Schlag extra? Nein, auf den Kaffee drauf. Auf den Kaffee drauf. Das ist ein bisschen. Sagen Sie, ist der Apfelstrudel frisch? Selbstverständlich. Aha, dann bringen Sie mir lieber Topfenschnitte. Über einen frischen Apfelstrudel vertrage ich nicht. Topfenschnitte, ein Stück? Ja, vorläufig ein Stück. Was mir schmeckt, kann ich eventuell noch ein zweites bestellen. Sehr wohl. Gab sie nicht? Oh, na eben, also. Schön, gell? Ganz. Genau. Und nicht anders. Schauen Sie, das letzten Endes möchte ich auch gerne, dass wir. Wie müssen Sie das? Ich meine, der Komponist? Ja, ja, ja. Also mit dem habe ich ja sehr viel. Ich weiß immer gern, von wem so ein Stück ist, weißt du? Ja, ich weiß es auch, genau. Der Deutsche ist. Schauen Sie, müssen Sie so laut reden? Ich höre ja nichts. Das tut mir aber leid. Ist aber schließlich nichts Außergewöhnliches in Ihrem Alter. Also bitte, was soll denn das heißen? Halten Sie mich gleich für einen derischen Kreis? Jetzt hör doch endlich auf, Waldemar. Ja, wirklich gemein. Der ist ja auch nicht der Jüngste. Ja, so alt ist wie, schaut er älter aus, wie ich jetzt. Sie, sieht man doch jetzt schauen. Also bitte belästigen Sie uns nicht, ja? Also ich belästige Sie, Sie belästigen mich. Ich will da in Ruhe dieser Musik lauschen, Sie stören dauernd. Ich darf die Herren um Entschuldigung bitten für meinen Freund, ja? Warum denn? Warum? Warum brauchst du denn entschuldigen? Ist ja so lästig und rücksichtslos. Sie glauben, wenn du Frauen spielen, brauchen Sie keinen Respekt zu haben. Schauen Sie, ich kann Ihnen nur nicht verlieren. Die armen zarten Geschöpfe plagen Sie da mit der schweren Musik. Die Mama plagt sich auch da, die nehmen keine Rücksicht. Ich verstehe nämlich was von Musik, weil ich ja Flöte spiele selber. Blockflöte. Ich brauche gar nicht so laut zu flüstern. Ich höre alles. Alter Depp, alter Depp. Sie sagt doch auch was, Frau. Ich habe mal den Punkt, damit ich Ihnen Bescheid sage. Sie passen Sie auf. Wenn Sie weiter stören, dann werden Sie mich kennenlernen. Machen Sie sich nicht lächerlich, guter Mann. Sie, ich bin nicht der gute Mann. Ich sag doch auch was endlich. Eine Melange, ein Tee, ein Apfelstrudel. Schlag auf dem Kaffee. Ich habe aber gesagt, Topfenschnitte und nicht Apfelstrudel. Also kein Apfelstrudel. Kein Apfelstrudel. Eine Topfschnitte. So, oder haben die dann Konzertkaffee, der ist ja über. Zukunft, ein sehr, sehr wunderbar haben Sie gespielt. Christian, ich weiß Sie natürlich auch und Ihre Kolleginnen. Das ist der, den ich als Leihoper gekriegt habe. Man kann wirklich nicht sagen, dass sie bei Männern einen guten Griff hat. Ja, aber da kann ich nichts dafür. Ich bin nur der Freund. War doch eine gute Idee, dass wir hergekommen sind, was? Freuen Sie sich, ja. Entschuldigen Sie, ich habe noch was zu erledigen. Weg sind Sie. Die Feigen. Na, die haben wir Glück gehabt. Ich hab dich nie leiden können, das weißt du, weil du so ein Gauner warst, so ein Ausgeschamter. Gleich am Tag nach der Hochzeit habe ich gewusst, dass ich dich nie hätte heiraten sollen. So etwas von einer Abneigung, wie ich gehabt habe für dich. Grüß Gott. Grüß Gott. Kommen Sie auch zu einem lieben Toten? Ja, zu meiner Frau. Schön regelmäßig? Na, das eigentlich nicht. Wissen Sie, ich habe nämlich nie das Gefühl, dass mein Resultat da wirklich drin liegt. Sie hat mich nie verlassen. Sie ist eigentlich immer bei mir. Aha. Na ja, so Gott behüt. Ich bin froh, dass der meinige da drin ist, weil nämlich so lange bei mir war, hat er mir mein Leben nach Strich und Faden versaut. Drum komme ich gern her. Jeden zweiten Tag. Erst wenn Sie verstehen nicht, warum es zwischen Mann und Frau so viel Unverständnis gibt. Aha, aha.
Weißt du, ich denke gerade darüber nach. Wenn ich es überlege, ich habe die Reserl recht gern gehabt, das weißt du ja. Aber ich weiß nicht, ob ich sie so verstanden habe, wie sie wollen hat, dass ich sie verstehe. Verstehst du, was ich meine, Franz? Also, Waldemar, du bist ja schon unter normalen Umständen kein sehr guter Schachspieler. Aber wenn du dauernd redest, bist du ein Miserabler. Na, weißt du, das ist ein althochfinnisches Hirtenlied. Na, ja, wie ich sehe, hast du was gegen Amateurmusiker? Weißt du was? Ich werde dir lieber ein Märchen erzählen, ja? Zum Einschlafen, ja? Also pass auf. Es war einmal ein kleines Zwergerl. Das war nicht viel größer als du. Und das hatte auch so einen schönen, lieben Teddybär wie du, weißt du? Ja. Und eines Tages ist das Zwergerl heimgekommen und siehe da, das Zwergerl war verschwunden. Nein, das Zwergerl nicht, der Teddybär war verschwunden. Und jetzt war das Zwergerl ganz traurig und ist hinausgelaufen in die weite Welt, um seinen Teddybär zu suchen. Bis nach Amerika und Australien und ja, sogar bis Grammat-Neusiedl ist das Zwergerl gelaufen, um den Teddy zu suchen. Und nirgends war er zu finden. Jetzt ist das Zwergerl wieder heimgekommen. War ganz traurig, hat sich ins Bett gelegt, das Zwergerl, so wie du jetzt. Und siehe da, Teddybär ist daneben gelegen. Ja. Ja. Und da war das Zwergerl ganz glücklich und zufrieden und ist eingeschlafen mit seinem Pätzchen. So, und jetzt mach die Augen zu. Jausi, mach schon die Augen. Ja, aber zuerst mach die Augen zu. Da ist dein Teddy wieder. Du wirst jetzt schön schlafen, ja? Zwergerl ist dran. Ja, schlaf schön. Jetzt schlafst du schön. So bist du brav. Mama. Nein. Ich bleib ja da. Du musst dich nicht fürchten. Ich bleib ja bei dir. Du wirst jetzt schön schlafen, ja? Ja. So. Ich bin's. Guten Abend. Natürlich, ja. Ich bin spät geworden heute, wenn man jetzt hier, was? Mir macht es ja nichts über Zeit, aber sie tun mir halt leid. Ja. Na, jetzt haben sie ihn verkutzt mit dem Schnaps. Ja? Na, am Leben. Entschuldigen, ich wollte ja nur behilflich sein. Ja, freilich. Das sagen sie alle. Das sollten sie aber nicht mehr jetzt, bitte. Und wieso? Konjak habe ich noch keinen. Ich nur eine Achtel. Beim Wirten an der Ecke. Aha. Oder zwei. Oder drei. Also schau's, gell? Vielleicht hattet man so alles besser aus. Ich glaube weniger. Wer weiß? Probieren geht über alles. Der Schweinehund hat's ja auch probiert. Welcher Schweinehund? Das ist eine gute Frage. Welcher von den Millionen männlichen Schweinehunden? Der Kranichstädter. Wer ist der Kranichstädter? Der Kranichstädter. Das ist der Manager, der uns ins Hotel vermittelt hat. Hm. Jetzt hat er wieder was. Ein tolles Engagement. Ja, lass mich doch ausreden. Ein tolles Angebot. Als gut bezahlt. Aber nur, wenn ich ihm ein bisschen und sehr deutlich entgegenkomme. Klein Schweinehund. Du sagst es, Schwester.
Willst du auch ein Schluck? Nein, nein, danke. Ja, Sie sollten aber auch nicht. Ja. Komm, Sie geben es ja jetzt. Ja, ja. Sie kann das nicht mehr sehen, dieses blödsinnige Kleid. Das ist so weiß. Herzig, Shishi, das lockt ja alle berumpften Nägel in der Weit und Breit. Helfen Sie mir, dann machen Sie mir da hinten auf. Ja, Moment, ich helfe Ihnen das schon. Ja. Lassen Sie, mach das schon. Na, haben Sie ihn fest, haben Sie ihn. Na, was? Ja, aber das klemmt ja. Das klemmt ja nicht was. Das ist zerrissen da oben. Na, ist ja wurscht. Brauch's eh nicht mehr. Weil ich Nein gesagt habe. Und das Götz-Zitat auch. Original Goethe. Im A. Im. Hätt. Pardon. Jetzt nimmt er andere Damen. Naja. Soll er. Bevor er sowas. Mein Gott. Ist mir schwindlig. Das ist ja ganz klar, wenn man so viel Alkohol in so kurzer Zeit hineintrinkt. Das hält ja nur anständig Alkoholiker aus. Und Sie sind einer. Ein anständiger Mensch, gell? Mir ist kalt. Das weiß ich nicht, ob ich ein anständiger Mensch bin. Jedenfalls haben Sie Glück, dass das Brom, das ich im Krieg beim Militär gekriegt habe, jetzt bei mir langsam zum Wirken anfängt. Warum kann es das nicht geben, dass man lebt, ohne dass einem andere wehtun? Man gewöhnt sich dran. Ich nicht. Aber ja, sicher, du wirst sehen. Wenn ich alt bin. Spätestens dann. Ich habe Angst allein. Bleib ja da. Und Gott sah an alles, was sie gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Gute Nacht. Was ist es? Guten Morgen. Herzog, was machen Sie da? Was machen Sie da? Aufgewacht bin ich gerade. Warum? Wie spät ist es denn? 7:10. Aha. Wieso sind Sie in dieser Wohnung aufgewacht? Weil es gerade gehört hat.
Jetzt lenken Sie nicht ab, Herr Herzog. Was soll denn das heißen? Sie haben hier übernachtet? Na, ich weiß schon, warum so schauen, weil ich unrasiert bin. Ich habe keinen Apparat mitgenommen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sowas passiert. Herr Herzog, wo ist meine Freundin? Im Sofa liegt's. Die ist ja ganz fertig. Ursula! Herr Herzog, habe ich Sie dazu meiner Freundin vermittelt? Wozu? Ursula! Hallo. Was macht's denn hier da? Das fragst du mich? Wie spät ist es denn? 7:10. Ja, jetzt muss schon ein bisschen mehr sein. 7:12 oder was, ne? Du meine Güte, warum kommst du so früh in der Früh? Ich bitte um Entschuldigung. Wenn ich gewusst hätte, wie sehr ich störe, wäre ich nicht gekommen. Soll ich uns jetzt vielleicht ein Frühstück machen, oder wie? Jetzt fällt mir alles wieder ein. Danke, Herr Herzog. Oh, bitte. Ich hab's ja gern gemacht. Es war mir ein Vergnügen. Es war lieb. Das ist jetzt hin, das habe ich gestern zerrissen, leider. Und ich bin schuld. Wieso? Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ursula. Na, das, Therese, weißt, er ist ganz anders als alle anderen Männer. Also mit denen kannst du, das ist kein Vergleich. Dankeschön. Herr Herzog, und was Sie betrifft, Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Also bitte, was hast du missbraucht? Ich bin nicht freiwillig hier geblieben. Also bitte mach dich nicht lächerlich. Er kann gar nichts dafür. Ich habe ihn gebeten zu bleiben. Mir tut alles weh. Setz dich doch hin. Nein, danke. Ich gehe jetzt. Na Moment, bevor es gehen, müssen Sie uns das sagen, warum Sie so früh in der Früh gekommen sind. Man, das gehört Sie doch nicht. Herr Herzog, sagen Sie mir nicht, was ich gehört. Ich bin nur vorbeigekommen, weil ein Cousin von mir bei den Symphonikern Trompete spielt. Mhm. Und dort ist übermorgen ein Vorspiel. Das Cello ist vakant. Na bitte, das ist allerdings ein triftiger Grund, ne? Das wollte ich dir auf dem Weg ins Büro sagen. Auf dem Zettel steht alles Weitere. Du, das ist ja super. Danke. Adieu. Jetzt könnt ihr ja dort weitermachen, wo ihr stehen geblieben seid. Was meinst du denn damit? Um Gottes Willen, die wird doch nicht annehmen. Das tut sie aber. Das ist jetzt aber peinlich, ne? Ihnen? Ja, ich meine, wie kommt sie denn auf die Idee? Nein, die Situation da bitte. Ja, bitte Sie, in meinem... Das heißt, warum eigentlich nicht, ne? Ich habe Sie in eine verfängliche Situation gebracht. Es tut mir leid. Mir nicht. Nein. Mami. Ah, der Klaus ist munter. Nein. Sie sind wirklich der erste nette Mann, den ich kennengelernt habe. So, da ist unser Prinzel. Aber vorsichtig, ich habe da schon ein Frühstück eingelegt. Ein frisches. Wie schön, das ist es. Ordnungszahlen. Erste. Ah. Eroi. Einen schönen guten Morgen. Bitte? Einen schönen guten Morgen. Was ist schön an einem Morgen? An jeden. Nicht einmal Sie, Herr Herzog, wenn Sie gestatten. Ganz übernachtig schon saus und ungepflegt. So traurig schaut nur ein männlicher Mensch aus, wenn er weiblicher Gesellschaft war. Was kann Ihnen ja wurscht sein, gell's? Weil Sie ja bereits jenseits sind. Jenseits von allen Bösen. Ich beneide Sie, Herr Herzog. Aha, russisch sind wir heute, ja? Dabei. Ja. Es ist eine fröhliche Sprache, russisch. Ich finde sie ja traurig.
Nur beim Singen. Nicht, wenn man es ohne was hört. Sozusagen knockert. Ist kein Post für mich da? Erwarten Sie eine? Ja, nicht direkt. Na, dann haben Sie. Damit Sie auch was vom Leben haben. Danke. Bitte. Ich erwarte ein Werbematerial. Mehr kann ich nicht tun für Sie. Okay, das schneide ich da gleich weg. Союз Неру Рудлина, Сва Республик, Сва Корин, Сва Дьелана Прохаска, Свеликая Куцбауа, Республика. Ja, da bin ich sehr dafür. Ja. Ist Ihnen klar, dass die Verteilung der Sitze im Nationalrat, aber auch in allen anderen politischen Gremien, keinesfalls dem Anteil der weiblichen Bevölkerung entspricht? Ja, dafür bin ich ja. Ja, das bedeutet, dass wir zu Stimmvieh degradiert werden. Ja. Wofür sind Sie? Stimmvieh. Ja, ich bin ja auch eins. Schauen Sie, ich bin Pensionist. Und wer vertritt mich im Parlament? Da sitzt kein einziger Pensionist drin. Also da muss man ja nicht dagegen wehren irgendwie. Was meinen Sie? Ja, so gesehen? So gesehen sind wir, wenn wir zusammenhalten, eine Mehrheit. Die als Minderheit behandelt wird. Da schauen Sie, wer sitzt im Parlament? Lauter Männer mittleren Alters. Ja, wie sollen die mich vertreten als Pensionist? Die haben ja keine Ahnung von unseren Problemen. Na bitte. Also, was machen wir jetzt? Ja, wir haben da eine Unterschriftenliste. Ja, steht aber noch nicht viel drauf. Name, Adresse, Unterschrift. Ja. Na, geben Sie uns Ihre. Was meine? Na, Ihre Unterschriftenliste. Wir unterschreiben mehr Pensionisten ins Parlament. Ja, ich habe aber noch keine. Aber das ist eine gute Idee. Dankeschön. So, ja, danke. Aber Sie können gern bei uns stehen bleiben. Machen wir es gemeinsam. Das ist ein verlockendes Angebot. Gemeinsam, aber leider habe ich jetzt keine Zeit. Stehen Sie morgen auch noch da? Nein, morgen machen wir ein Sit-in vor dem Parlament. Ah, das ist gescheit. Sit-in ist eh besser. In meinem Alter, da nehmen wir ein Polsterl mit. Also dann, auf Wiederschauen. Bis auf Wiederschauen. Morgen. So, komm. Gehen wir heim. Hallo. Ja, hallo. Ist jemand da? Und das für ein Betrieb hier, ha? Hallo. Ach, grüß dich, Franz. Störe ich dich? Das siehst du doch, ich steck mitten in der Arbeit. Hör auf mit den alten Beamtenschmäh. Bist du jetzt nicht mehr bei der Finanz? Kannst du ehrlich sein als Pensionist? Du, apropos, würdest du mir eine Liste unterschreiben, mehr Pensionisten ins Parlament? Nein. Warum nicht? Da sitzen ja schon genug Leute herum, die nichts tun. Ja, eben, weil keine Pensionisten dort sind. Wenn wir dort was zu reden hätten, ne? Möchten wir den Leuten dort schon einhetzen. Was ist denn los? Bist du hergekommen, um mir ein paar politische Propagandasprüche an den Kopf zu werfen? Nein, Franz, ich habe eine Bitte an dich. Nein, ich unterschreibe nichts. Das hat ja später Zeit, jetzt habe ich es eilig. Auf Wiedersehen. Ja, du, pass mal auf den Burm auf da, ja? Spätestens in einer Stunde hole ich ihn wieder. Spiel inzwischen schön mit ihm, ja? Bitte Gott. Den Franz, ja? Was ist denn jetzt wieder los? Wo gehst du denn hin? Ein Cello ist vakant. Komm gleich wieder, ja? Halt mir die Daumen, ja? Schön brav sein und den Onkel nicht ärgern. Seit wann spielst du denn Cello? Was für Nummer haben Sie? Sieben. Sieben?
Das ist eine Glückszahl. Hoffen Sie. Wann kommen Sie denn dran? Als Übernächste. 65? Was? Als Übernächste. Übernächste. Gehen aus inzwischen, weil das ja. Der Lärm macht. Ja. Also dann, tut jetzt bitte. Dankeschön, das genügt. Den nächsten bitte. Gerne Kontrollbesuch von oben. Dankeschön. Das genügt. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Was kommt jetzt für eine Nummer, bitte? Nummer 7. Was für Nummer? Mit Nummer 7. Nummer 7, ja. Nummer 7, bitte anfangen. Bitte schön. Sehr gut. Finden Sie nicht auch, Herr Kollege? Hm? Ja, nicht schlecht, die Bogenführung. Ja, ja. Hm? Bogenführung ist sehr gut. Na, hervorragend, subtilst. Psst. Also bitte, wir von oben würden da sofort zupacken. Bitte, wir sollten uns doch an die Regeln halten. Ja, selbstverständlich. Schon. Aber trotzdem, Mann, wir von oben würden da... Sofort. Aber der Ton. Der Ton. Die Töne. Herr Professor, die Töne. Die Töne. Hm. Also bitte. Man muss da nicht zugreifen, meine Herren. Ich weiß nicht. So. So. Gratuliere, junge Frau. Danke. Sie war hervorragend. Ja, wirklich gut. Danke. Wissen Sie eigentlich, dass Sie ganz unmöglich sind, Herr Herzog? Ah, Sie sind mir jetzt wahrscheinlich böse, weil ich den Kerl Sie einem anderen Babysitter anvertraut habe. Aber Sie können ganz beruhigt sein, Sie sind in den besten Händen. Bei einem Leihoper. Also bei einem Leihoper sozusagen. Sie wissen genau, was ich meine. Das da drinnen. Wieso? Na, glauben Sie wirklich, ich habe Sie nicht gehört hinterm Vorhang? Sie war ja nicht gerade leise. Ja, aber es ist ja gelungen. Gratuliere. Wenn ich nicht wüsste, dass ich wirklich gut gespielt habe im Finale, dann wäre ich jetzt sauer, weil Sie sich eingemischt haben. Genau wie mein Vater, solange er noch gelebt hat. Ja, Ihr Vater hat sicher was von Musik verstanden. Ich verstehe ja nichts von Musik. Im Gegensatz zu ihm verstehen Sie was von Menschen, hm? Schauen Sie, das ist alles eine Sache der Erfahrung. Es gibt so viel Leid auf der Welt und so wenig Menschen. Aha. Darf ich Sie noch dran? Nein. Wie ich nicht spielen darf, ich bin nur dran. Auch das kann ich allein, danke. Na gut, dann gehen wir den Klausi holen und den darf ich aber heimtragen, ja? Nein. Bitte. Ich trage ihn schon hinein, das mache ich schon, ja. So, wenn wir das Jackerl ausziehen, und dann kannst du spielen. So, komm her. Das werden Sie mir öfter brauchen. Ha? Ja, brennt das Licht ist schon, ja. Wenn Sie jetzt im Orchester spielen, tagsüber bei den Proben, na und abends ja auch. Ja. Ja, aber bitte, ich mag es nur unter einer Bedingung, dass Sie kein Honorar von mir nehmen. Aber... Ich mag es ja nicht. Für Sie, mag es ja für mich, wissen Sie, weil ich schon das Limit überschritten habe, was ich neben der Pension verdienen darf. So, warte ein bisschen. Sonst lassen Sie nämlich meine Pension ruhen.
Sagst du einen blöden Ausdruck? Ja. Das Ruhen, gell? Ja. Da sagen Sie Ruhen, wir wollen was warten wieder für mich. Ja. Nix Wort, Putsche, sit down. Ja? Ja, bitte, ich könnte es ja schwarz kassieren. Das ist schon wahr, aber da habe ich Angst, dass sie mich erwischen, weißt du? Ja. Ja, ich traue mich nicht einmal schwarz fernsehen. Ja. So, jetzt kannst du spielen. Gell, Klaus, du bist sehr brav gewesen. So, wir sind spielen da hinten, ja? Ja, ja, da wird dann schon warm. Stirnstein und Kinn tragen. Herr Herzog? Ja? Herr Herzog, ich habe gestern mit meiner Freundin, mit ihrer Chefin telefoniert. Oh je. Ich meine, das ist ja gut. Jetzt haben Sie hoffentlich den neulichen Irrtum aufklären können, ne? Ich habe sie gebeten, mir eine Babysitterin zu besorgen. Eine Frau. Es tut mir leid. Ach so. Jetzt waren Sie also nicht zufrieden mit Na mir. Doch, sehr. Eigentlich fast zu sehr. Das verstehe ich aber doch nicht, bitte. Herr Herzog, Sie haben sich so vehement in mein Leben gedrängt. Auf Ihre ganz besondere Liebeart. Ja, Sie haben es gut gemeint. Aber Sie haben einen Platz eingenommen, einen Platz, den ich nicht habe. Verstehen Sie? Nein. Ich möchte frei bleiben. Und allein. Ich brauche keinen Aufpasser und niemanden, der mich bemuttert. Was bemuttert? Oder bevatert oder irgendwas. Das macht mich hilflos. Und hilflos will ich nie wieder sein, sonst schaffe ich mein Leben nicht. Ja, ja. Ist traurig. Aber Sie finden doch sicher wieder ein neues Kind, um das Sie sich kümmern können. Ja, ja. Papa, Klausi, pass gut auf dich auf, gell? Und deiner neuen Oma musst du erklären, dass du nicht gern aufs Topferl gehst, gell? Also, Papa. Wiedersehen. Und danke schön. Wofür denn? Dass ich jetzt weiß, wie schön ein Cello klingen kann. Ich werde jetzt sehr oft in ein Konzert gehen und da werde ich sie ganz deutlich heraushören. Wiederschauen. Das ist doch immer wieder dasselbe. Solltest du längst gewöhnt sein, da betreust du so ein Kind für eine Weile und dann wirst du weggeschickt. Was verlangst du eigentlich von den Leuten? Sollen sie sich adoptieren oder was? Ja, aber mich wegschicken, nur weil sie eine Oma lieber hätten, sowas kriegt mich halt, ne? Aha, ein Antifeminist. Genau, Sie haben recht. Guten Morgen, Herr Herzog. Guten Morgen. Meine Frau und Herr Meierhofer, so sind die Weiber. Alles nehmen sie uns weg. Ich weiß es, ich kann ein Lied davon singen, ich käme da aus. Ja, alles nehmen wir uns weg. Unser Herz, unser Geld und unsere Lebensfreude. Aber der Tag wird kommen, ich sag's Ihnen mit aller Düsternis, der Tag wird kommen, wo es nur mehr weibliche Briefträger geben wird. Aber da möchte ich, bitteschön, da möchte ich tot sein. Tot und begraben. Warum? Warum nicht? Und immer wenn du in dem Zustand bist, muss ich mit dir spazieren gehen, stundenlang. Also jetzt übertreib nicht. Ne? Nein, ich übertreib nicht, was ich mit dir schon herumgehatscht bin. Wenn ich die Kilometer zusammenzähle, eine Erdumrundung hätten wir hinter uns. Ja. Wo gehen wir denn hin? Zum Parlament. Zum Par... Warum? Warum nicht? Entmündigt. Aber nein, im Gegenteil, gerade wir als mündige Bürger haben ein Recht zu demonstrieren. Ich habe extra Polster mitgenommen, damit wir besser sitten können. Aber wo sind die Damen? Siehst du, wo Damen sitten?
Entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Grüß Gott. Haben Sie hier Frauen sitzen gesehen? Ja, wo sollen denn die sitzen? Am Boden. Hör doch endlich Boden. Auf. Warum am Boden? Ja, also, lass mal das jetzt erklären, Herr Inspektor. Es gibt zu wenig Frauen im Parlament. Und jetzt wollen die Frauen hinein und drum setzen sie sich draußen hin, damit sie dann hinein. Also, das ist so sogenanntes Sit-in da, hier outside. Und wir wollen uns dazusetzen, aber wir finden sie nicht. Ja, ja, so ist das Leben, meine Herren. Ja, hallo, Herr Inspektor. Jetzt halt doch bitte endlich den Mund, sonst liefern Sie dich am Ende irgendwo noch ein. Dann nehmen Sie aber dann deine Polster und weg. In einer Gummizelle braucht man keine Polster. Du vergisst ganz, dass wir in einer Demokratie leben und da kann man demonstrieren, so viel man will. Ja, aber nutzen tut's nichts. Aber das ist doch keine Einstellung. Man hat ein Recht, für sein Recht was zu tun. Ja, eben, sitzen. Na, wenn es nur das ist. Wo sind jetzt deine Damen? Das weiß ich nicht, vielleicht habe ich es verpasst. Meine erste Demonstration im Leben und ich finde sie nicht. Ja, die haben dich sitzen lassen. Da brauchst du gar nicht so höhnisch zu lachen. Die werden sicher auch schon Damen sitzen haben lassen. Nie. Der davon gerannt ist, war immer ich. Da muss ich lachen. Sein Angeber.